Und das hier sieht mir sehr nach einem Gasthaus aus. Also die haben sich hier wirklich häuslich eingerichtet dafür, dass sie verschluckt wurden. Sogar für Gäste, wenn das jetzt wirklich eins ist. Er hat einfach alles verschluckt. Aber jetzt lassen wir bitte mal wieder ein bisschen Dialog. Dass ich auch mal wieder was lesen darf. Ach so, du darfst sie sprechen dann. Ja, danke schön. Ich nehm's dankend an. Meinst du, es ist gleich wirklich ein Hotel? Oh. Ich weiß es nicht. Wenn Leviathan sein Maul aufreißt, kann man vielleicht rausschwimmen. Aber der Weg wird von einem Monster versperrt. Aber wie ist man dann reingekommen? Ja, ich tippe mal, er hat uns ja verschluckt. Von daher rein mit viel Wasser. Vielleicht stört das Monster da oben, ja. Wahrscheinlich. Und ein Pirat, so wie es aussieht. Aber seltsam, dass ein Monster den Mund von innen bewacht. Mal gucken, was für ein Monster das ist. Nachher ist es irgendwie so Zahnausschlag oder irgendwie sowas, was da einfach ist. So ein riesiger Pickel, keine Ahnung. Wirklich? Oh je. Ah, nimm du ruhig. Bin ich etwa hier für den Rest meines Lebens gefangen? Jo. Ist das eine Frau oder ein Mann? Ich glaube, es ist ein Pirat, also eher männlich. Aber die Brust? Naja. Ja, doch. Okay, so jetzt würde ich... Das ist Brust und Muckis und so nach vorne wahrscheinlich gebaut. Also von hinten würde ich sagen Mann, von allen anderen Seiten nicht. Naja, es ist Oldschool-Grafik, was will man machen? Da gibt's Schlimmeres. Das ist noch NES, oder? Also Nintendo, ganz normal, nicht SNES. Jetzt ist ja das Remake für den Game Boy Advance. Aber das Urspiel müsste... So technisch meine ich, weil die Figuren recht klein sind und die Texturen sehr... Ja, das hat sich lang gehalten, das stimmt. Das ist, ich glaube, sogar noch bis in den Super Nintendo mit weitergegangen, ehrlich gesagt. Außer in den Kampfbildschirmen natürlich. Okay. Der Leviathan ist der Wächter des Turms von Mysidia. Er verschluckt alle, die den Kristallstab besitzen. Moment mal. Warum seid ihr alle dann bitte schön hier drin? Ja. Hat der nur Hunger gehabt oder was? Die hatten alle einen Kristallstab. Ja, dann will ich nicht wissen, wie oft der Kristallstab am Ende vom Leviathan wieder rausgekommen ist. Seht her, auch ich. Was? Warum? Wie viele von den Dingen gibt es? Okay, jetzt verstehe ich echt die Welt nicht mehr. Sind das jetzt die Lichtschwerter in diesem Spiel, diese Kristallstäbe? Hat das jeder? Das würde irgendwie passen. Kotz. Vielleicht gibt es sie auch in unterschiedlichen Farben. Der Evergreen. Nach dir. Ich wohne hier schon 10 langen Jahre. Ich sag doch lange. Aber man gewöhnt sich an alles. Der Leck wird heute immer größer. Komisch. Ja. Mittlerweile habe ich mich hier ganz häuslich eingerichtet. Rauskommen wir hier eh nicht mehr. Man sieht's. Und was hat seine Frau oder irgendwer zu sagen? Nur wegen dem alten Opa und seinem doofen Kristallstab sind wir hier gelandet. Alles seine Schuld. Gut, die ganze Familie ist offenbar hier. Toll! Ich dachte, er schluckt nur den mit dem Kristallstab. Naja, okay, wenn noch andere Leute auf dem Schiff mit drauf sind, ist er sicherlich nicht wählerisch. Na, dann sehen wir uns erstmal weiter um. Das war wohl die Safe-Ebene. Ich denke, jetzt kommen mal wieder endlich Monster. Habe ich gerade endlich gesagt? Habe ich das wirklich gesagt? Oh mein Gott. Ich sollte die Klappe halten. Gleich 5 Stück. Ja, das... 5 Elektrofische. Wenn du mal guckst, ich drücke jetzt einfach mal die Angriffstaste. Wieso leben hier noch Fische in seiner Magensäure? Ich nehme an, das ist doch irgendwie Magensäure. Wie beim Wal, so Makrelen, die durchs Blut durchschwimmen. Keine Ahnung. Okay. Aber selbst 5 Monster, ich meine, guck einfach hin. Das war jetzt einfach nur... Ich drücke nur die Angriffsfunktion durch. Ein Schlag, 2 Schlag, tot. Ja, du bist top trainiert. Sollte man meinen, aber... Das ist das Problem. Dieses Spiel hat eine richtig kranke Balance in manchen Situationen. Und jetzt kriegen wir erstmal ganz viele Level-Ups. Achso, dann wird es auf einmal wieder richtig hart, meinst du? Einige Gegner... Dass dann auf einmal Gegner kommen, die unglaublich stark sind? In der Art, ja. In Final Fantasy 1 hatte ich das Problem, die Bosse, also alles andere war sowieso popelig, haben mich unterfordert bis zum Gehtnichtmehr. Also da war zum Beispiel ein Vampir in einer Erdhöhle, 3 oder 4 Schläge, tot. Und... Die einzigen 3 Bosse im ganzen Spiel, die mich herausgefordert haben, waren der Endboss. Der hat mich, glaube ich, wenigstens eine Dreiviertelstunde lang Zeit gekostet, weil der richtig viel Life hatte und auch bockeschwer war, gebe ich zu, aber gut. Und 2 Bosse in den Extra-Dungeons, also das, was du im Normalfall nach oder kurz vor Ende des Spiels machst. 2 Bosse von, ich glaube, 10 Stück Minimum, weil es gibt 4 Extra-Dungeons im ganzen Spiel und nur 2 Bosse in diesen 4 Extra-Dungeons waren schwierig. Okay. Alles andere auch machbar. Und hier haben wir jetzt das Problem,
In der Regel, also wenn du jetzt auch mal guckst vom Fortschritt her, Richard ist jetzt uns gerade dazugestoßen und hat, meine Uhr piept, dankeschön Uhr, hat so wenig Life und wir sind so trainiert mit 2000 und mehr Lebenspunkten. Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Deswegen, vor allem auch die Magiepunkte. Wenn ich jetzt mal annehmen würde, das Spiel denkt, wir müssten auf Richards Stand sein, wenn wir hier ankommen, also auch so um die 600 HP, dann würden mich die Monster wahrscheinlich mit 2 Schlägen töten. Das heißt, Richard ist total untertrainiert. Aber dann kommt man zu bestimmten Bossgegnern oder manchmal sogar nur ganz winzigen Trash-Mobs. So eine Schildkröte zum Beispiel, die hat so dermaßen viel Verteidigung, dass du sie nur mit Zaubern besiegen kannst. Und jetzt stell dir mal vor, ich als Spieler, der es vorzieht, durch die Gegend zu laufen, alles im Nahkampf zu erschlagen, weil das Zaubern ja halt auch extrem lange dauert, das zu trainieren, unter anderem. Ich klopp die Gegner lieber automatisch mal kurz mit der Angriffsfunktion durch und beschleunige das einfach. Und dann kriege ich eine Schildkröte vor mich gesetzt, auf einmal, und kann die nicht töten, weil ich meine Zauber nicht trainiert habe. Balancing, toll. Ja, das klingt auf jeden Fall dämlich. Und ich glaube, da ist dieser extra, dieser Wachgegner, der uns berichtet wurde. Moment. Schon wieder 5 Fische? Wieso, sind wir schon auf dem Weg zum Ausgang? Ich dachte, wir sind auf dem Weg zum Schiff. Ja, das Schiff wird ja von dem bewacht oder so. Ah, guck mal. Achso, ich dachte, der Ausgang wird von dem bewacht. Also das Schiff ist ein bisschen größer da links im Vergleich zu diesem Riesenwurm oder was auch immer das ist. Ja, aber wir können durch die Stacheln natürlich nur da durch. Nee, das ist... Die Zähne lassen uns nicht durch, komischerweise. Zähne? Achso, wir sind wirklich im Mund. Ja. Ach, wieso liegt denn das Schiff vor dem Mund? Ich weiß es nicht. Schwimmt der da jetzt nicht? Okay. Das ist das Problem. Manchmal macht dieses Spiel so wenig Sinn, dass ich nicht die Lust habe, irgendwas zu erklären oder zu fragen. Einfach, weil nichts Gutes bei rauskommen würde. Oh, okay. Ein unerwarteter Angriff. Diamantschild. Diamantenschild. Ich glaube, es ist bei mir wieder ein bisschen verzögert. Ja, Blutgeister. Moment, wie gegen die nochmal? Das ist auch so eine Geschichte. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, wie die funktionieren. Der Schaden dürfte sich in Grenzen halten, machen nicht sehr viel. Okay. Wow. Okay. Nicht mal an Richard. Nee. Rich, Entschuldigung. Rich, ja. Rich der Grausame. Okay, Richard würde wirklich nicht in die Box da unten passen, aber im Dialog hat es ja einmal gesagt. Nur ganz am Anfang nicht. Das ist schon wieder, es macht wenig Sinn. Nee, ich glaube, es wurde sogar nur angezeigt, als er beigetreten ist. Nicht mal im Dialog. Ja, stimmt. Weil die Box ja so riesig war für diesen einen Satz. Richard ist beigetreten. Ja. Das konnten sie benutzen. Gut. Moment mal. Ich will Richard noch ein paar Sachen in die Hand drücken. Obwohl, oh, der hat aber gute Sachen an, muss ich zugeben. Kann ich da noch was Besseres draus machen? Ah ja, hier, Diamantharnisch. Riesenhelm. Stirnband, Moment, das Stirnband kriegt jemand anders. Das kriegt mal Firion, weil es erhöht unsere Stärke. Was haben wir noch? Haarnadel. Ja, warum nicht? Eine Haarnadel einem Ritter geben. Das passt, super. Goldschild. Moment, das ist ein Speerträger. Was ich allerdings cool finde, eins der wenigen Dinge, die ich hier gut finde, in Final Fantasy 2 kannst du deinen Charakteren mehrere Waffen anlegen, also einen in die rechte, einen in die linke Hand, und sie greifen auch 2-mal pro Runde damit an. Okay, das ist ein interessantes Feature. Und du kannst damit halt auch zum Beispiel deine Fähigkeiten anders trainieren. Also du kannst jemandem eine Axt und einen Stock in die Hand geben und er trainiert damit beide Fähigkeiten auf einmal natürlich hoch, ist logisch. Finde ich eigentlich gar nicht so scheiße. Wenn dann das Trainieren vernünftig funktionieren würde. Natürlich. Und nicht so random wäre. Gut, ich denke, der Diamantschild ist nochmal ein Tickchen stärker und... Oh, den Kraftreif geben wir am besten auch mal Firion, würde ich sagen, oder? Ja, der kann's vertragen. Der hat so wenig Angriffskraft momentan, der braucht sowas. Gut. Okay. Einmal zum Wurm laufen, wenn mich die Monster hier durchlassen. Und dann können wir den Kampf anfangen. Mhm. Weil, da ich weiß, dass die Bosskämpfe hier wieder extrem unterhaltsam sind, kann ich gleich nochmal das mit Sid nämlich weiter erzählen, was wir eigentlich angefangen hatten. Wo waren wir? Bei der 7 hier. Gut. Moment, bin ich voll geheilt. Du wolltest mich da korrigieren, glaube ich. Ja, das mit Teil 9, aber insgesamt wollte ich noch was anderes dazu sagen. Wegen, dass er die ganze Zeit immer mit dem Luftschiff in Zusammenhang steht. Moment. Einmal kurz. Ja, außer dann ja bei 8. Außer, dass das Ding fliegen kann. So, noch einmal speichert und dann gucken wir mal an, wie das Ding aussieht. Ach, Richard, muss das mal reden, gut. Ein Landwurm. Wir müssen ihn bezwingen. Nur dann können wir mit dem Schiff entkommen.
bisschen komisch mit der Verzögerung manchmal. Ja, ich weiß. Ich starte einfach direkt nochmal neu. Ich meine, wir haben ja schon eine halbe Stunde Intus. Oh, das sieht fast genauso aus, wie man ihn sich vorstellt, tatsächlich. Wie auch von außen aussieht, ja, hast recht. Ja. Aber gar nicht so schlecht eigentlich, oder? Der Zeigrad? Ist das ein Parasit? Sieht aus wie eine Made auf jeden Fall. Ja, ja. Wir sind hier mitten in einem riesigen Fisch. Das sieht tatsächlich aus wie, in Star Wars verstecken sich an einer Stelle. Wie heißt noch das Schiff von Han Solo? Die. Jedenfalls verstecken sie sich auf einem Meteoriten in so einem Loch. Der eiserne Falke oder nicht irgendwie sowas in der Art? Goldene Falke? Ich weiß es nicht. Jedenfalls kommt aus dem Loch so ein Wurm. Okay. Nur um nochmal die Star Wars-Brücke zu schlagen. Ah, okay. Der sieht nämlich genauso aus mit diesem offenen Mund. Oder auch die Stelle mit, wo sie über diesem Loch kämpfen. Im sechsten, Episode 6. Ja, okay. Da hast du jetzt mehr Star Wars-Ahnung als ich. Also, ich hätte jetzt ehrlich gesagt, weil ich die ersten drei Teile nicht kenne, du könntest natürlich super recht haben, weil, wenn die die Story von Star Wars hierhin übertragen haben, ich muss mal nebenbei ein bisschen kämpfen, ansonsten wird's langweilig. Wenn sie die Story übertragen haben, werden sie sich vielleicht auch ein paar Monster daraus geschnappt haben. Das ist nicht unmöglich, da hast du recht. Aber mich erinnert das viel, wenn wir jetzt schon bei Star Wars sind, gerade mehr an diese Viecher, die versucht wurden bei... Ach, im ersten Teil der zweiten Trilogie, der Tusse da in die Ohren eingepflanzt werden sollten, als sie geschlafen hat. Also dieses Attentat. Diese zwei Käfer, die da ins ihr Schlafzimmer gekrabbelt sind, bei Amidala, genau. Ist das nicht der zweite, also Episode 2? Na, Episode 2, ja, kann auch sein. Ich hab das zu lange nicht gesehen, fällt mir gerade auf. Stimmt. Episode 2 fand ich ja ganz schön kacke. Nur um es nochmal in den Raum zu stellen. Ich verurteile keinen. Nach dem Spiel verurteile ich gar nichts mehr, deswegen. Aber ja, kann Teil 2? Okay. Teil 2 ist diese ätzend lange Romanze. Ja, das stimmt schon. Bei Teil 3 haben sie wenigstens den Übergang gut zu der neuen, zu der älteren Trilogie hingekriegt, wie Anakin zu Vader wurde. Das fand ich ganz so schlecht. Das fand ich auch ganz okay. Wobei dann aber das wieder zerstört wurde mit dem Moment, wo Amidala den Willen zum Leben verloren hat. Ah ja. Was so ein bisschen... Oh. Au! Aber wie viel Schaden hat er gerade gemacht? 600 irgendwas? Ja. Okay, das könnte lustig werden. Geht gemacht. Also Rich wäre jetzt weg. Ja. Ja, ich hoffe es mal. Das Lustige ist, dass Rich sich selbst für den Stärksten hält scheinbar, der Runde. Rich der Grausame, Rich der ich halte sehr viel von mir. Ja, das kann schon stimmen. Vor allem, guck mal, nur vom Charaktermodell her, was für eine heftige Rüstung trägt der Kerl im Vergleich zu unseren drei anderen Fuzzis? Eigentlich schon. Eigentlich müsste er der Badass sein, aber ist nicht. Warte mal, na gut, dann greifen wir erstmal normal an, weil dieses Vieh hat nämlich keinerlei Zauberschwächen. Deswegen mache ich meine übliche Taktik und hoffe nur, dass ich meinen Blinkzauber noch durchkriege, dass wir eine erhöhte Ausweichrate haben. Genau, Sid. Ist es so, ich mache das jetzt sozusagen als Einblendung zwischendurch im Let's Play, wenn irgendwelche Sachen auftreten, die durch die gesamte Final Fantasy-Reihe sich zum Beispiel durchziehen, wie Chocobos oder Sid, dass ich das einfach mal ein bisschen erkläre. Mhm. Bei Sid ist es zum Beispiel schon passiert, der kommt in allen Final Fantasy-Teilen außer in Teil 1 vor. Da wurde er nachträglich reingebaut in diesem Remake, was ich Let's Played habe. Allerdings nur so als Textbox im Sinne von, diese Stadt wurde von Sid mitgegründet, mehr nicht. Okay. Und er hat im Prinzip eigentlich, deswegen mit Teil 8 ist jetzt eine Ausnahme, aber bei Lampgarten als Luftschiff zählen, kann auch wieder sein, dass du da auch ein bisschen recht hast. Da ist es, dass Sid meistens der Schöpfer, also der Erbauer oder der Pilot vom Luftschiff selbst ist. Und eigentlich hat er auch immer irgendwas tausend Schaden, heilige Scheiße. Mit der Geschichte vom Spiel selbst zu tun hat. Also er ist irgendwie daran schuld, dass die Welt untergeht, ein ganz bisschen praktisch. Okay. In dem Teil hier ist Sid der Luftschiffkapitän, der sein Schiff für Reisen in ferne Städte praktisch sich dafür bezahlen lässt, die Leute rüber zu fliegen. Aber wenn ich jetzt ein bisschen weit aushole, könnte man vielleicht interpretieren, dass die Idee, dass der Imperator sich ein eigenes Luftschiff gebaut hat, er vielleicht von Sid geklaut hat. Oh, das Monster ist schon tot, toll. Okay. Das war ein Bosskampf übrigens, so dramatisch. Und so. Super. Sind die, ich erinnere mich an stundenlange Bosskämpfe in Final Fantasy VIII.
an gewissen Stellen. Je nachdem, wie man trainiert man natürlich ist. Die sind hier in der Regel aber auch nicht so lang, oder? Bis jetzt nicht, nein. Also, wie gesagt, wenn du einen Gegner mal triffst, wo du absolut zu viel Verteidigung hast und du musst auf Zauber zurückgreifen und du hast es nicht trainiert, dann bist du im Arsch. Das ist mir ganz einmal am Anfang passiert, wo ich das Spiel in der zweiten Aufnahme oder so war. Mhm. Und gerade deswegen ich noch überhaupt nicht drauf eingestellt war, was auf mich zukommt. Jetzt inzwischen nicht mehr. Okay. In Teil 1 hatte ich das. Da war das so. Okay. Das war gerade unser eigenes Schiff, das vor seinem Mund lag, ne? Das war mir gar nicht bewusst. Es scheint so, ne? Also es hat dasselbe Sprite, aber naja. Also wir müssten doch gerade unser Schiff. Also ich denke schon. Gehe ich zumindest jetzt von aus. Oder wurde das ganze Schiff vom Leviathan verschluckt? Wie sind wir überhaupt in den Leviathan reingeraten? Das hast du nicht gesehen, weil wir in der Zeit gelabert haben. Wenn man da unten in dieser Meerenge hier durchfährt, dann kommt ein Skript, dass du in einen Strudel gesogen wirst. Und das ist der Leviathan wahrscheinlich, wie er gerade Futterzeit hat oder so. Okay, und dann hat er aber das ganze Schiff mit eingebaut. Scheint so. Also man könnte natürlich... Außer Layla. Layla. Hoffentlich ist sie tot. Bitte sag mir, sie ist tot. Sie hätte wahrscheinlich direkt ganz geschleppt. Ja, das wäre schön. Oder draufgebissen. Ah, ja. Ich habe sie ja nie kennengelernt. Zum Glück. Es könnte sein, dass das unser Schiff ist. Also wenn es vor den Zähnen liegt, wie du beobachtet hast, dann müsste es ja sehr, sehr neu sein. Ansonsten wäre es mit der nächsten Mahlzeit ja weiter reingespült worden. Stimmt schon. Ja, also wenn, dann unsers. Aber seltsam, dass das nicht mit runtergeschluckt hat. Ja. Vielleicht ist es in Zähnen hängen geblieben, weil es so groß war. Wie hat er uns da so rausgezogen?